Hallo auf meinem Kanal Kai in Thailand. Heute werde ich euch in dem Video ein bisschen was erzählen, was ich so rausgefunden habe. Zwecks visafreier Einreise. Da hat sich ja ein bisschen was getan. Werde ich euch mal gucken, ob ich euch da aufklären kann. Eventuell können wir da Kommunikation draus machen. Ihr könnt mal schreiben, was ihr daraus gefunden habt. Ich sage euch jetzt mal, was ich daraus gefunden habe. Das ist ganz interessant, aber erstmal muss ich euch zeigen, ich habe mir hier einen neuen Fitnessraum bauen lassen. Der ist noch nicht ganz fertig. Das geht noch ein bisschen. Da fehlt noch Licht und auch ein Spiegel kommt da noch an die Wand. Aber ich bin ganz happy eigentlich. Habe ich endlich einen Platz, wo mein Gerät reinpasst und dann auch die verschiedenen Hanteln und so weiter. Habe ja da ein bisschen was. Wäre ich wahrscheinlich da vorne. In dem Bereich kommt der Regal hin, wo man das dann ablegen kann. Eine vernünftige Bank wird auch noch herkommen, Schrägbank, Gradbank zum Bankdrücken. Dann habe ich hier, ja, weiß gar nicht, wie man die Dinger nennt, aber da kann man ja auch ganz gut mit dem eigenen Körpergewicht trainieren. Hier auf der Seite habe ich mal ein kleines Becken hingestellt. Da lasse ich ab und zu mal kalt Wasser aus dem Brunnen rein und kann mich dann da reinsetzen. Also bin ganz happy damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber klar, geht noch ein bisschen. Meine Frau auch, ja, schon Hula Hoop hier angefangen. Das ist, wenn man so einen Bereich hat, ist das ja eigentlich ganz cool, weil dann macht man auch mehr. Das ist die ganze Zeit bei uns hier quasi im neben Restaurant gestanden. Da war alles irgendwie ziemlich eng und ist dann aber nicht nur für mich tatsächlich. Das ist dann auch so gedacht, dass das meine Gäste nutzen können, die hier in der Bungalow-Anlage sind, wenn sie möchten. Also es ist auch hoch genug, dass man hier Seilspringen machen kann. Und so weiter. Schauen wir mal, vielleicht kommt auch noch ein Boxsack irgendwie an die, ans Dach, dass ich das da befestigen kann. Müssen wir mal schauen. Aber so ein bisschen was kann ich da machen und macht eigentlich auch schon viel mehr Spaß, wenn man dann auch viel mehr Platz hat. Aber naja, bin ganz happy damit. Ja, jetzt zu der visafreien Einreise. Da hat sich ja einiges getan, muss man sagen, bei den verschiedenen Visa-Arten. Ich gehe jetzt aber mal mehr auf diese visafreie Einreise ein oder eben das Visa on Arrival. Das hat sich auch ein bisschen was verändert, wobei das für uns relativ, also als Dachstaaten, Deutschland, Österreich, Schweiz, ist nicht ganz so interessant. Die Visa on Arrival brauchen wir ja nicht. Aber für uns visafreie Einreise war ja die ganze Zeit 30 Tage. War ja relativ problemlos. Da fliegst du hierher, landest in Thailand, kriegst dann Stempel rein, 30 Tage visafrei im Land aufhalten, was ja eigentlich auch ganz entspannt ist dann. Dann hatten sie vor knapp 2 Jahren, war es so, um den Tourismus nach der Corona-Pandemie wieder anzufahren, waren es dann mal kurzfristig, das haben sie auch leider sehr kurz vor der... Oh, mein George buddelt schon wieder ein Loch. George, aufhören. Ups. Du sollst hier kein Loch graben. Hör auf. Nein. Sag mal. Ja, der meint es immer ganz gut. Der will uns hier Löcher graben, dass wir was einpflanzen können. Hey, sorry. dann war das so nach der Pandemie. Nach der Pandemie, um den Tourismus wieder anzukurbeln, haben sie das verlängert, die visafreie Einreise auf 45 Tage. War aber leider sehr spät vor der Saison. Das heißt, für viele Leute kam es natürlich zu spät. Die hatten ihren Urlaub dann schon geplant und gebucht und war dann auch nicht mehr veränderbar. War auch so, da tatsächlich ein paar haben das ja angenommen und haben damit auch gearbeitet. Das heißt, die haben... zwar wohl nicht diese 45 Tage, also war jetzt bei mir die Gäste. Die meisten haben es nicht ausgenutzt, die 45 Tage. Aber ich hatte dennoch Leute, die für die das ganz problemlos dann war, ganz cool war eigentlich. 32, 34, 36 Tage da geblieben sind. Und normalerweise war der Plan dann so, das ist ja auch, konnte man ja dann machen. Oder weiß auch nicht, ob man das weiterhin kann, aber ich glaube ja. Nach 30 Tagen im Land kann man noch mal zur Immigration gehen, kann sich dort noch mal eine Verlängerung holen für 30 Tage. Dann hast du ja auch diese 60 Tage
War aber natürlich ein relativer Aufwand, jetzt gerade von hier, von Khao Lak, nach Phangan zu fahren. Dann kostet es 1.900 Baht, dann brauchst du halt Taxi oder Roller. Oder ist auf jeden Fall ein ganzer Tag, waren wir damit beschäftigt, behaupte ich jetzt mal. Ja, nicht ganzer Tag, aber war ein bisschen umständlicher. Aber mit den 45 Tagen, die meisten haben es nicht komplett ausgenutzt, diese 45 Tage. Aber war interessant, viele waren da echt happy damit. Jetzt ist es so, dass ab 1. Juni, habe ich gelesen, tatsächlich 60 Tage frei ins Land einreisen kannst. Also wie gesagt, diese Liste wurde auch stark erweitert. Aber jetzt gehen wir mal auf die Deutschsprachigen ein. Ist ja ein deutschsprachiger Kanal. Von daher muss ich auf die anderen gar nicht so arg eingehen. Müsste dann, wenn das interessiert, wer jetzt noch kein deutscher Staatsbürger ist oder österreichischer Schweizer, der muss dann natürlich selbst mal ein bisschen schauen. Aber als Info, da gibt es schon einiges und es sind deutlich mehr Länder geworden, die da visafrei einreisen können. Also ein ganz großer Schritt nach vorne war das dann tatsächlich. Und ab 1. Juni soll es jetzt diese Einreise geben, 60 Tage. Das heißt, ankommen, kriegst deinen Stempel rein, 60 Tage. Und was ich glaube, auch rechtzeitig jetzt noch ist, vor der kommenden Saison, nicht ganz so kurzfristig, wobei echt Wahnsinn normalerweise ist. Die Thai-Politik ist da echt schnell. Am 28. Mai habe ich davon das erste Mal gelesen. Dann soll eintreten am 1. Juni. Also die sind da echt flott. Setzen dann auch Dinge sofort um. Wobei ich jetzt auch schon gehört habe, Leute, die am 1. Juni eingereist sind oder kurz danach, dass die halt eben noch keine 60 Tage eingestempelt bekamen. Da wäre ich noch echt vorsichtig, von daher ein bisschen schauen. Aber ich glaube, interessant wird es jetzt natürlich für die nächste Hochsaison. Das heißt, keine Ahnung, November, Dezember, Januar, Februar, wer da kommen möchte, hat da echt einen Spielraum. Das heißt, wahrscheinlich wieder so wie gehabt, auch diese 60 Tage oder diese 45 Tage, wie es damals war, wie gesagt, haben ja viele nicht ausgenutzt, aber ein paar Tage drüber. Das heißt, wer jetzt kommen möchte und sagt, oh gut, da kann ich ja gut planen, gut buchen, auch mal nach dem Flug schauen, wenn der jetzt ein bisschen länger wie 30 Tage, 32 Tage und der Flug wäre günstiger, dann ist man da wesentlich flexibler und das finde ich eigentlich eine coole Sache. Bin mal gespannt. Aber wie gesagt, im Moment scheint es noch ein bisschen holprig zu sein. Genauso wie diese anderen Visa-Arten. Gibt es ja auch ein Visa für 180 Tage, digitale Nomaden. Das auch sehr viel einfacher wurde. Also nicht nur digitale Nomaden, das betrifft dann auch tatsächlich Leute, die hier Muay Thai Sport machen wollen, die Sportveranstaltungen besuchen wollen, die Thai-Kochkurse machen, die Sprachkurse machen und so weiter. Also das betrifft tatsächlich relativ viele Leute. Da bin ich auch mal gespannt, was sich da weiterentwickelt. Ich habe ja jetzt auch eine Weile gewartet, mit dem Video überhaupt das Video zu machen, weil es halt eben für mich nicht klar war, was ich auch schon gefragt wurde und das habe ich auch noch nicht gefunden, zeitlich begrenzt. Also das heißt, wann läuft das wieder aus? Wann sind diese... Also ist dieses Promotion-Paket wieder vorbei, dass es wieder zurückgeht auf die 30 Tage. Es ist jetzt für mich nirgends sichtbar gewesen. Ich habe mehrere Seiten durchsucht, habe da bis jetzt noch nichts gefunden, dass man sagt, okay, das ist jetzt nur begrenzt bis, sagen wir, April 2025 oder so irgendwie. Also keine Ahnung, vielleicht bleibt das ja für immer, das wäre ja ganz cool. Aber das habe ich, wie gesagt, auch noch nicht gesehen. Was ich auch nicht gefunden habe, ist so, dass man sagen kann, 60 Tage, wie es halt vorher die 30 Tage war, dann auf die Immigration gehen, diese nochmal verlängern auf 60 Tage. Das wäre jetzt in dem Fall 60 Tage Einreise, freie Einreise. Und dann nochmal auf die Immigration zu gehen, das heißt nochmal 30 Tage drauf zu stempeln. Und dann hätte man ja dann quasi 90 Tage, also damit kann man echt was anfangen. Da, 3 Monate in Thailand Urlaub verbringen, wer das denn dann mal machen möchte. Aber das habe ich noch nicht gefunden, muss ich ehrlich sein. Ich habe das noch nicht gesehen, noch nicht gelesen, dass das irgendwie verlängerbar wäre dann nochmal.
Wäre nämlich auch ganz cool, glaube ich, wenn man dann sagt, okay, ich bin 60 Tage im Land, möchte aber eigentlich länger da bleiben, reise ich visafrei ein, kann ich ja dann sagen, okay, ich weiß, ich muss auf die Immigration. So habe ich das eigentlich früher meinen Gästen dann gesagt. Ich gesagt, weil die Airlines sind ja angehalten, keine Personen mitzunehmen, die kein passendes Visum zu ihrem Rückflug haben. Und wenn du da aber gesagt hast, am Schalter, ja, weiß ich Bescheid, ich bin 45 Tage oder was auch immer oder 50 Tage im Land, aber ich weiß, ich muss zur Immigration und muss das dann nochmal verlängern. Ja, ah, okay, so ist es auch ein Kollege bei mir, der hat mir das genauso erzählt. Er sagt, ah, okay, Sie wissen da Bescheid, dann können wir Sie mitnehmen. Das war dann kein Problem. Aber klar, kann sein, dass es da ein paar Diskussionen gab am Airport. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt noch nicht gesehen und da steht da nirgends, ob man denn dann diese 60 Tage noch mal verlängern kann. Und jetzt zu euch, weil ich am Anfang sagte, man kann da ein bisschen Kommunikation betreiben. Ich denke mal, wer da interessiert ist, der hat da vielleicht auch schon ein bisschen was gelesen. Und wäre ganz cool, wenn da mal das in die Kommentare schreibt, dass da was so eine gewisse Sammlung zusammenkommt. Vielleicht auch mit Links, wo man da schauen kann, wäre eigentlich auch ganz gut, wo denn dann da was steht. Das heißt, nicht bloß schreiben, ich habe das aber so gehört oder ich habe das aber irgendwo so gelesen, sondern tatsächlich, dass da auch jeder dann nachschauen kann. Sag, okay, der Link ist mit dabei. Da und da kann man schauen, da und da steht das und das drin. Das wäre ganz cool, da wäre ich euch echt dankbar, wenn ihr das macht, wer da was hat. Und ansonsten ja, bin ich immer gespannt, ich bleibe da am Ball, weil ich es auch für mich natürlich geschäftlich sehr interessant. Viele Gäste von mir haben mich schon öfters gefragt, da, wie geht denn das, wenn ich länger bleiben möchte und so. Das heißt, dann kann ich den Leuten auch fundierte Auskunft geben. Aber ich werde da mit Sicherheit dranbleiben und euch dann auch weiter informieren. Aber im Moment ist es doch ein bisschen undurchsichtig, weil viele Dinge, auch jetzt gerade was das 180-Tage-Visum angeht und so, das ist halt noch nicht wirklich ausgereift. Ich würde jetzt auch sagen, plante mal eher damit, erst ab Juli oder sogar später mit den 60 Tagen, weil wie gesagt, ich habe jetzt auch schon gehört, dass Leute eingereist sind nach dem 1. Juni. Und haben diese 60 Tage noch nicht eingestempelt bekommen. Die hatten es allerdings auch nicht geplant, weil es kam ja sehr kurzfristig. Also von daher, für die war es kein Problem. Aber wer da Interesse hat, der muss da noch ein bisschen warten, glaube ich. So ganz klar ist es noch nicht. Schauen wir mal, warten wir mal ab. Es wäre echt interessant. Und wie das weitergeht, finde ich super. Also wie gesagt, es ist so eine Promotion-Aktion für Thailand, um den Tourismus anzukurbeln. Und ich freue mich auf jeden Fall mal darüber. Gut, in dem Sinne sage ich jetzt mal, bis bald in Thailand. Daumen rauf, würde mich freuen. Und ansonsten, wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Also, bis bald in Thailand. Tschüss.